Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Spitzensportförderung und Breitensportförderung müssen im richtigen Verhältnis stehen. Natürlich denke ich mir immer, können wir nicht erstmal die Sportstätten ordentlich instand halten und den Schulsport richtig fördern, bevor wir über Olympiamedaillen reden? Umgekehrt ist es aber auch nicht fair, wenn man gute Leute hat und die können international nicht mithalten, weil sie nicht richtig unterstützt werden. Das demotiviert und das ist dann auch schlecht für den Breitensport. Deshalb ist es super, dass wir in Bremen wenigstens einen Bundesstützpunkt haben, nämlich den Bundesstützpunkt für rhythmische Sportgymnastik. Das ist wichtig für Bremen, das ist wichtig für die Sportlerinnen und das muss auch so bleiben, meine Damen und Herren. Bremen ist nach wie vor bei der Verteilung der Olympiastützpunkte und der Bundesstützpunkte benachteiligt. Deshalb kann es uns nicht kalt lassen, wenn der Bundesminister die Zahl der Stützpunkte reduziert. Der hat da bekanntlich einen ganz anderen Zugang. Deshalb krempelt die Bundesregierung, wie meine Vorrednerin auch schon gesagt haben, Spitzensportförderung um. Statt 19 Olympiastützpunkte soll es nur noch 13 geben. Statt 204 Bundesstützpunkte nur noch 165. Das Geld soll konzentriert werden auf die Sportarten, wo man die höchsten Medaillenchancen hat. Es gibt ein Exzellenzcluster, das wird stark gefördert, ein Potenzialcluster, das wird nicht so toll gefördert und ein Restecluster, das bekommt tendenziell nichts mehr. Es soll ein Computersoftware geben, PotAS, die rechnet in Zukunft aus, wo Deutschland Medaillenchancen hat und da soll dann das Geld hin. So ist der Plan. Da kommt dann die Frage des Dopings ins Spiel. Die Ringer sagen mit Recht, wie sollen wir in einer Sportart Goldmedaillen holen, wo ohne Doping nichts geht. Wir hatten eine Bronzemedaille in Rio, das ist toll für uns. Aber wir sollen aus der Spitzensportförderung rausfallen, weil dem Innenminister das nicht reicht. Deshalb ist es richtig, wenn im Bürgerschaftsantrag steht, es kann nur um die Chancen bei fairem Wettbewerb gehen und nicht um den blanken Medaillenspiegel, meine Damen und Herren. Wir sehen als Linke trotzdem das ganze Konzept einer reinen Medaillenfixierung in der Sportförderung kritisch. Ob eine Sportart gefördert wird, darf nicht nur von den Medaillenfragen abhängen. Es muss genauso darum gehen, wie viele Leute machen diesen Sport. Wie viele gute Frauen und Männer haben wir da, auch wenn vielleicht nicht für Medaillen reicht. Alleine die Frage der Stützpunkte entscheidet oft darüber, ob sich eine junge Sportlerin oder ein junger Sportler entscheiden muss zwischen Sport und Studium oder ob das beides geht. Und ich finde, Sportpolitik muss vor allem faire und gute Bedingungen für ihre Sportlerinnen und Sportler und für den Nachwuchs schaffen, um nicht in erster Linie die optimale Zahl der Medaillen zu produzieren. Das sind sehr konkrete Fragen. Vor 2 Jahren hat es große Anstrengungen bedurft, damit die Förderung von Jugend trainiert für Olympia nicht ganz gestrichen wird. Das sind 700.000 Euro. Und das ist wirklich Breitensport. Gleichzeitig gibt der Bund jährlich 12 Millionen für die beiden Sportforschungsinstitute aus, um Hightech-Verfahren, bessere Bockkufen zu konstruieren oder den Superhelm für Skispringer. Der Bund sagt im Sportbericht der Bundesregierung, und da hat er wahrscheinlich recht, ohne diese Hightech-Verfahren hätte man die Hälfte der Medaillen in Rio nicht bekommen. Aber das ist natürlich eine schwierige Entwicklung. Klar, Doping ist unfair, keine Frage. Aber dass man in vielen Sportarten keine Medaillenchancen mehr hat, wenn man nicht aus einem Land kommt, das sich diese Hightech-Ausgaben leisten kann, dann ist das auch nicht fair, meine Damen und Herren. Talent und Training und Motivation reichen schon lange nicht mehr aus. Letztlich ist das Doping eben auch ein Kind der Medaillenfixierung. Man wird das eine nicht ohne das andere abschaffen können. Vielleicht kann ja aus dem Dopingskandal und dem McLaren-Report eine Haltung entstehen, wo man sich sagt, klar, Sport ist auch Wettkampf und man will auch gewinnen. Aber es ist nicht das eigentliche Ziel und es ist nicht das, wonach ein Land seine Sportförderung hauptsächlich ausrichten sollte, sondern daran, dass möglichst viele Sportlerinnen und Sportler zu guter und fairer Bedingung und mit guter Unterstützung Sport machen können und Spaß daran haben. Das ist das Ziel, meine Damen und Herren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.